Hey Leute, willkommen zu Tower Tactics Liberation. Kurz gesagt, das ist ein Deckbuilder mit Tower Defense Kämpfen. Finde ich sehr gut, sehr interessant. Habe ich bisher so in der Form noch nicht gesehen. Das Spiel gibt es für 10,99 € auf Steam und das war mir jetzt auch mal die 11 € wert. Es befindet sich noch im Early Access, da steht ein Entwickler hinter, soweit ich das gelesen habe. Das soll schon so relativ rund sein. Es soll nach und nach noch mehr Inhalt hinzukommen. Ein bisschen an den Spielmechaniken soll noch gedreht werden und halt Bugfixes. Das war es im Prinzip. Ich dachte mir, das sah halt wirklich so interessant aus, dass ich da mal ein Let's Play zu mache. Ich weiß jetzt noch nicht so viel, wie viel ich dazu machen werde. Wir gucken uns das Ganze einfach mal an. Ich habe bisher nur den Trailer gesehen und mir die Steam-Seite angeschaut. Also das ist für mich hier komplett blind. Dann legen wir doch mal los. Drücken wir auf Play. Genau, ich spiele das jetzt hier zum ersten Mal. Tutorial, gerne doch. Gut. Wichtigsten ist zu wissen, wie der Kampf funktioniert. Genau, wir müssen... Also, wenn man das jetzt mit Slay the Spire vergleichen will, man hat halt da auch diese Kämpfe, diese Oberweltkarte, wo man dann quasi von Kampf oder zu Event geht. Und dann stehen halt diese Tower-Defense-Kämpfe an. Es gibt mehrere Wellen, die muss man überstehen, damit man quasi den Kampf gewonnen hat und dann kann man sich den nächsten Knotenpunkt aussuchen. Und ich bin ja mal gespannt. Genau, hier haben wir auch schon unsere Karten. Man kann halt während dieser Tower Defense Kämpfe zum einen die Türme aufstellen, die bekommt man als Karten, oder es gibt halt noch bestimmte Fähigkeiten. Aber das schauen wir uns dann nach und nach an, was es da noch so alles gibt. Wenn Kampf startet, ziehen wir 4 Karten. Was haben wir denn hier? Ein Archer. Das ist im Prinzip ein Turm. Feuert Pfeile, hat eine hohe Feuergeschwindigkeit. Alles klar. Und die Zahl ist halt die Mana-Kosten dafür. Das ist unser Mana. Pro Welle bekommen wir 2 Mana. Das ist auch eine interessante Mechanik hier. Also je mehr Mana wir haben, desto mehr bekommen wir. Das Ganze nennt sich in dem Spiel Overload. Bezieht sich das denn jetzt darauf, wie viel Mana ich noch übrig habe nach einer Runde? Oder das wird einfach pro Runde mehr? Gut, dann setzen wir da mal irgendwo einen Tower hin. Ich würde mal sagen, wir haben jetzt hier eh nur einen Mana, deswegen nehmen wir mal einen Archer und der kommt jetzt mal... Das ist jetzt hier, glaube ich, erstmal so die beste Position. Man kann die Tower dann nach und nach auch wieder verschieben. Wir können auch Tower, die platziert wurden, wieder verkaufen, indem wir sie runterziehen quasi. Gut, dann platzieren wir den mal um. Und mit Next Wave starten wir halt dann die Welle. Ich kann jetzt hier nochmal kurz gucken. Thunder, was macht das? Das ist quasi ein Zauberspruch, ein Spell, wie auch immer. Stunten Gegner für 1,5 Sekunden. Und verursacht 12% der gegnerischen Lebenspunkte als magischen Schaden. Alles klar, dann lassen wir mal die Welle anrücken. Das sieht halt sehr einfach aus, so vom Grid her, also vom Aufbau dieser Karte. Aber mir gefällt auf jeden Fall schon mal hier so dieses Kartendesign. Gut, dann sollen wir jetzt den Rest der Wellen überleben. Hier unten steht dann auch immer, wie viel dann anrücken. Oben haben wir noch einen Timer. Game Speed können wir erhöhen. Diese Kristalle... Ich habe keine Ahnung. Ich würde raten, ja, das ist wahrscheinlich irgendwas zum Freischalten. Lebenspunkte sind auch selbsterklärend. Spellmana. Gut, das lädt sich nicht zwischen den Runden auf. Das ist ja auch interessant. Okay, gut, dann hätten wir... Dann setzen wir jetzt nochmal einen Bomber mit zu. Und lassen die nächste Welle anrücken. Das hier ist jetzt quasi so ein
Flächenschaden brauchen wir an der Stelle nicht. Gut. Wunderbar, dann können wir jetzt endlich mal einen Rand starten. Ich kann mal kurz auf Stats gehen. Achievements, Cardlist, Trinketlist. Ich glaube, das schauen wir uns erstmal alles nicht an. Da lassen wir uns ein bisschen überraschen. Was haben wir denn jetzt hier? Man kann auch sein Startdeck ändern. Das ist ja interessant. Es gibt 9 Stück bisher. Ah gut, ich kann das Deck jetzt nicht anpassen, sondern ich kann nur wirklich fixes Startdeck ändern. Dann hat man ein bisschen mehr Auswahl, was das angeht. Was haben wir denn hier noch alles? Gesundheitspunkte, Regeneration, Range Multiplier und 1000 andere Stats. Luck gibt's, Magic Penetration, Kristalle, Crystal Multiplier. Ja gut, dann legen wir erstmal los. Wir haben halt hier noch gar nichts. So, Liberation. Ist so ein bisschen wie bei Slay the Spire am Anfang. Da kann man auswählen, was man denn machen will. Also wir können 25 Kristalle, obwohl, ja gut, das ist hier die Ingame-Währung im Prinzip, Kristalle ausgeben. Da kriegen wir 2 mehr maximale Lebenspunkte. Wir können 5 Luck verlieren. Da stand jetzt aber auch nicht bei, was das genau macht, glaube ich. Ne? Und dann kriegen wir 80 Kristalle dafür. Oder wir bekommen einen Luck und bekommen 20 Kristalle. Das klingt doch auch nicht so verkehrt. Oder wir bekommen eine zufällige Karte und es wird eine Karte entfernt. Wahrscheinlich auch irgendwie zufällig. Ach Moment, hier steht doch Luck. Aha. Verbessert Events und erhöht die Kraft mancher Türme. Die Geschwindigkeit oder Critical Hits halt. Oder wie Wahrscheinlichkeit, wie oft man Relikte bekommt. In normalen Kämpfen. Und ja, je mehr Luck man hat, desto mehr seltene Relikte bekommt man. Das beeinflusst aber durchaus schon eine Menge. Gut. Ich würde jetzt mal normalerweise als erstes sagen, wir nehmen direkt die erste Option hier. Aber wir machen das jetzt einfach mal anders. Luck würde ich schon mal gar nicht abgeben, auch nicht für 80 Kristalle in dem Fall. Sondern wir nehmen mal die dritte Option hier. Dann bekommen wir noch ein paar Kristalle und wir bekommen noch Luck dazu. So, dann hätten wir das schon mal. Hier haben wir diese Oberweltkarte. Nenne ich sie jetzt mal. Das ist der erste Sektor. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie viel es gibt. Hier hätten wir einen Kampf. Da könnten wir uns ausruhen. Ich glaube, das am Anfang brauchen wir jetzt noch nicht. Hier können wir uns sehr wahrscheinlich dann wieder heilen. Hier haben wir ein Event. Da ist ein Elite-Gegner. Da ist ein Shop. Ich würde sagen, ja, durch die Mitte will ich jetzt nicht. Oben will ich jetzt auch nicht lang. Wir gehen mal hier unten lang. Dann nehmen wir zuerst das Event mit. Was haben wir? Was können wir denn hier kriegen? Lebenspunkte wiederherstellen. Wir verlieren dann aber 2 Max Health. Brauchen wir jetzt natürlich noch nicht. Eine zufällige, einfache Karte bekommen. Oder ein Elite-Kampf. Okay, den will ich jetzt eigentlich noch nicht. Ich nehme jetzt hier einfach mal eine Zufallskarte. Wenn ich das jetzt richtig gelesen habe. Gut, gehen wir mal zum ersten Gegner. Und ja, dann haben wir hier direkt schon mal so einen Basic Archer. Macht das eigentlich irgendwie einen Unterschied, auf welchen Feldern ich die hier platziere? Ich setze dich jetzt einfach mal dahin. Das ist jetzt noch alles kein Problem. Jetzt haben wir schon 2 Mana und da haben wir noch einen Archer. Den würde ich dann natürlich auch schon mal direkt nehmen und vielleicht setzen wir den mal hier hin. So. Ein Mana haben wir noch. Fireball könnten wir spielen. Die haben scheinbar auch irgendwie alle denselben Radius, so wie das ausschaut. Lassen wir mal die zweite Welle anrücken. So. Wir bekommen 20 Kristalle dafür. Und können uns noch eine Karte aussuchen. Last Hope kostet 13.
stellt 4 Lebenspunkte wieder her. Und wir ignorieren während des Restes des Kampfes alle feindlichen, sämtliche Resistenzen der Gegner. Das kostet 13. Static Ionizer ist im Prinzip ein Turm, der Gegner verlangsamt. Das klingt doch auch schon mal ganz gut. Und die Heilung der Gegner reduziert. Die kann man also alle bis auf Stufe 3 aufwerten, so wie das ausschaut. Magic Launcher, Magieprojektile oder Magieschüsse, hohe Feuerrate. Das klingt doch auch ganz gut. Ich würde auch beide mitnehmen. Das hier lasse ich jetzt mal außen vor. Das ist mir ein bisschen zu teuer irgendwie. Ich glaube, ich nehme mal das hier mit. So für den Anfang. Okay, wir haben jetzt... Okay, das ist natürlich ein bisschen... Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, ich könnte hier unten so weiterlaufen. Aber nein, dann müssen wir wirklich durch die Mitte. Ja gut, dann gehen wir mal hier hin. Ah, wir können hier entweder heilen oder zufälligen Stat aufwerten. Das ist halt Range Multiplier, okay. Aber gerade so in solchen Spielen bin ich nicht so der Freund von Zufallsoptionen. Gut, da oben laufen wir nicht lang, sondern ich will dann wirklich da unten mal zum Shop vielleicht. Wir haben jetzt 70 Kristalle. Damit können wir vielleicht ein bisschen was kaufen. Vor allen Dingen, wenn wir dann gleich noch einen Elite-Gegner mitnehmen. Was ist denn das hier? Da haben wir die Information. Alles klar. So, wir fangen, glaube ich, mal wieder mit so einem Archer an. Wo laufen die denn jetzt genau lang? Ich könnte natürlich auch sagen, ich setze dich einfach hier hin. Dann machen wir erstmal so. Das sind dann jetzt schon 5 Wellen. Warum? Die laufen ja alle sehr interessant. So, Basic Bomber. Wer, glaube ich, jetzt mal gar nicht mal so blöd, wenn wir dich dann hier hinsetzen. Hat jetzt nicht so eine hohe Feuerrate, aber macht generell mehr Bums. So, Static Ionizer. Das wäre natürlich jetzt auch eine ganz gute Option, aber dann müsste ich den schon so ein bisschen näher an die dran setzen. Ich könnte den mal hier unten hinsetzen. So, dann haben wir jetzt schon 3 Mana. Dann würde ich sagen, wir nehmen jetzt hier nochmal einen Basic Archer. Setzen den dahin. Kann ich die denn jetzt? Wie funktioniert das denn? Da brauche ich wahrscheinlich... Brauche ich da 3 für? Genau, wir brauchen 3. Dann werden die um eine Stufe aufgewertet. Das ist doch schon mal super. Mach schon 12 Schaden. So, du gehst mal ein bisschen weiter runter. Dann haben wir jetzt noch einen Mana. Dann würde ich sagen, das sollte erstmal so passen. Jetzt haben wir hier noch so einen Bomber. Du kommst mal dahin. Dann müsste das jetzt eigentlich passen. Wir können die hier auch direkt stunnen. Dann machen wir das doch mal. Auch wenn wir das jetzt wahrscheinlich nicht gebraucht hätten. Aber ich wollte das jetzt einfach mal an der Stelle ausprobieren. So, 26 Kristalle. Wir können eine neue Karte zu dem Deck hinzufügen. Blizzard. Können wir alle Gegner für 6 Sekunden verlangsamen. Oder Vortex. Schießprojektile, die den Gegner stunnen.
oder halt noch einen Archer, aber davon haben wir eigentlich genug. Deswegen würde ich fast sagen, ich kann die Stun, ich weiß nicht, Slow ist halt auch gar nicht mal so verkehrt. Vor allen Dingen, das ganze Ding hält schon 6 Sekunden an. Aber ich nehme jetzt mal hier Vortex. Machen wir das so. Alles klar, gut. Ich kann dann da lang. Was haben wir hier? Da ist noch ein Elite-Gegner. Dann gehen wir den an und dann schlagen wir uns bis zum Shop da durch, würde ich sagen. Gut, dann fangen wir jetzt hier wieder mit einem Archer an. Du kommst jetzt einfach mal hier so hin. Das sind jetzt sogar schon 10 Wellen. Ah, das wird nicht reichen. Aber ich kann dich fireballen. Okay, ich muss auf jeden Fall dran denken, hier öfter diese Zauber einzusetzen. Ja, das ist jetzt die Frage. Ich würde erstmal wieder sowas hier gern benutzen. Das müsste dann ja auch soweit. Müsste ich eigentlich so direkt hier nebensetzen, oder? Dann haben wir noch einen. Dann haben wir hier noch einen Vortex. Kommt dann mal hier hin. Und dann lassen wir die nächste Welle anrücken. Ach, okay, du schießt dann automatisch die ganze Zeit so. Na komm schon. Ja, das wird leider nicht reichen, okay. Dann nehmen wir jetzt Schaden. Die Frage ist halt, wie viel Schaden machst du denn? 2. Alles klar, so. Die machen halt bisher alle eher so Einzelschaden. Jetzt ist die Frage, ich könnte das natürlich jetzt mit dem Archer so machen, dass wir den direkt mal aufwerten. Dann können wir jetzt den Bomber noch nicht spielen, aber das sollte dann erstmal. Die Frage ist, lasse ich dich jetzt da oder setze ich dich woanders hin? Ich könnte dich natürlich auch hier so hinsetzen. Das hat gereicht, jawohl. So, nochmal Vortex. Ich bin ja mittlerweile echt kein. Jetzt, nachdem ich gesehen habe, wie das hier funktioniert, bin ich da echt kein Fan mehr von. Jetzt haben wir hier nur so einen Ionizer nochmal. Ich würde wirklich sagen, kommt hier unten noch einer hin. Nochmal Vortex. Ja, gut, wir haben jetzt hier gerade nichts anderes, deswegen. Machen wir das mal. So. Auf der anderen Seite, wenn man natürlich ein paar von diesen Dingern hat, dann werden die Gegner halt irgendwann dauergestunt. Jetzt hätten wir hier noch einen. Da ist jetzt die Frage, ob das wirklich so eine gute Idee ist, den dann aufzuwerten. Ich habe lieber mehr von den Dingern. Als ein, der dann stärker ist. Wir haben dann jetzt hier. Wir hätten dann hier auch nochmal so einen Bomber. Du kommst dann mal dahin. 10% mehr Tenacity. Okay. Gut, aber das sollte eigentlich soweit dann noch passen. So, noch ein Bomber ist die Frage. Ich könnte jetzt mal das so machen, dass ich mir sage, okay, ich versuche Bomber dann aufzuwerten auf die nächste Stufe. Da haben wir jetzt noch einen. Dann würde ich auf jeden Fall hier auch wieder noch einen Archer mit hinsetzen.
Ich frage es nur, wo. Ich setze mal hier noch einen hin. Gut, dann hätten wir nochmal Vortex hier. Ja. Warum nicht? Wenn wir die Karte schon haben, dann nehmen wir die doch auch. Ach, der wertet die automatisch auf. Ich muss die gar nicht übereinander setzen. Okay. Ich dachte jetzt, wenn ich den woanders hinsetze, dass er die dann halt nicht aufwertet. Aber das macht er dann halt doch automatisch. Vielleicht ist das Ding hier auch besser, als ich dachte. So, da haben wir jetzt noch so einen Bomber. Dann ist der mal aufgewertet. Sonst können wir gerade nichts weiter spielen. Ich glaube, Donner wäre jetzt gar nicht mal so unwichtig. Aber die kriegen eigentlich ganz gut Schaden. Brauchen wir gar nicht. Ich dachte jetzt erst, das wären zu viele, aber das geht soweit. Gut. Dann haben wir hier nochmal so einen Ionizer. Du kommst dann, keine Ahnung, hier so hin. Dann haben wir den auch aufgewertet. Dann können wir hier noch so einen Archer mit hinsetzen. Jetzt habe ich natürlich keine anderen Karten, verdammt, die sind, einer ist durchgekommen. Und den kriegen wir auch nicht mehr kaputt. Oder? Nein. Gut, 4 Damage bekommen. Bis hierhin, das müsste aber eigentlich ganz okay sein. So, wir haben jetzt hier noch so einen Bomber. Der kommt dann mal dahin. Dann machen wir das so. Nein, Telefon, ich bin jetzt nicht da. Gut, 26 Kristalle gibt's. Wir können uns eine Karte aussuchen. Eine aus 3. Das Spielchen kennt man ja. Premonition. Zum Anfang der Runde ziehen wir 2 Karten. Card Draw weiß ich jetzt noch nicht. Kann halt ganz gut sein. Magic Launcher wäre noch was, was ich gerne hätte. Freezing Fog. Slow für 3 Sekunden. Kostet nichts, aber ich nehme hier mal so einen Magic Launcher. Dann machen wir das so. Unten. Antique Rifle. Oh, Tower greifen 8% schneller an. Ja, das nehme ich auf jeden Fall mit. So, dann mal auf zum Shop. Und wir können hier Karten kaufen. Wir können Karten entfernen. Und wir können Karten duplizieren. Das kostet aber schon dann 100 Kristalle. Was haben sie denn hier? Bullseye. Kann getarnte Feinde anvisieren. Stunt auf lange Distanz. Scrap Recycler. Okay, wenn wir den platzieren, ziehen wir eine Karte und verlieren einen Kristall. Auf Level 3 ziehen wir dann eine Karte mehr. Also ich will jetzt eigentlich nichts haben, wodurch ich dann Kristalle verliere. Donner. Pulsei brauchen wir, glaube ich, nicht. Wir können hier halt auch noch Relikte kaufen. 7 Luck, warum nicht? Tactical Garlic. Tenacity. Ich glaube, hier mehr Luck ist gar nicht so verkehrt. Karte will ich jetzt nicht erstmal entfernen. Wir nehmen das hier. Okay, und dann würde ich sagen, wir machen hier nächstes Mal weiter. Ich hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.